Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie heute Ihren Weg zu uns gefunden haben. Ich darf Sie sehr herzlich im Namen der Katholischen Akademie hier im Haus am Dom begrüßen. Mein Name ist Daniela Kallscheuer und ich bin hier die zuständige Studienleiterin für Interkulturelles und Zeitgeschichte. Ich darf Sie heute eben sehr herzlich zu unserer Lesung »Meine Familie und ihr Henker, der Schlächter von Polen, sein Nürnberger Prozess und das Trauma der Verdrängung« mit Niklas Frank begrüßen. Herr Frank ist der Sohn des im Titel genannten Schlächters von Polen, Hans Frank. Und dieser, das ist Ihnen sicher auch vielen auch hier bewusst, wurde als Hauptkriegsverbrecher in den Nürnberger Prozessen verurteilt und gehängt. Niklas Frank ist aber mehr als nur Sohn von. Er ist ein vielfach ausgezeichneter ehemaliger Sternjournalist mit seinem Buch »Dunkle Seele, feiges Maul«, welches wir hier schon vorstellen durften, zeigte er sich als ein Chronist dessen, wie das NS-Regime in den Köpfen der Täter weiterlebte und mit welchen Rechtfertigungsstrategien die Deutschen sich nach 1945 reinwuschen. Er ist ein Mahner, wenn Politiker anfangen, sich des NS-Jargons zu bedienen, wie zuletzt in »Auf in die Diktatur«. Vielen galt und gilt er mit seinen Büchern über seinen Vater und seine Mutter als schlechter Sohn, als Ankläger, als Nestbeschmutzer. Aber er ist auch Bruder, Neffe, Enkel einer Familie, die mit einer unmöglich großen Schuld leben musste, wie so viele Deutsche. Denn Hans Frank und die in Nürnberg Verurteilten handelten ja nicht allein. Sie hatten viele Millionen Helfer. Und diese Helfer hatten auch Familien. Sie waren liebende Väter und Mütter, aber auch eben Nutznießer, Täter, Mörder. Eine Tatsache, die Studien immer wieder belegen, in den meisten deutschen Familien nur zu gern verdrängt wird. Es ist auch verständlich, denn wie soll man das denn im Kopf zusammenkriegen? Wie begreifen, dass der Vater, der Onkel, der Opa, den man liebt, der mit einem Schach spielt, vorliest, kuschelt, zugleich sich immer noch abwertend über andere äußert und vieles von sich gibt, aber selten Reue? Wie vermag man das auszuhalten? Leichter ist es hier zu leugnen, schweigen, verdrängen und zu verharmlosen. Und wer könnte es einem denn wirklich verübeln? Dass es auch anders geht, aber auch anders gehen muss, wenn wir es wirklich ernst meinen, mit dem nie wieder, beweist Herr Frank, indem er bereit ist, sich der Schuld und Geschichte seiner Familie immer wieder zu stellen. Schonungslos zeigt er auf, was passiert, wenn wir Schuld nicht als solche bekennen, benennen und uns zu ihr bekennen. Von daher verstehe ich ihn auch als Mutmacher dafür, dass es möglich ist, diese Widersprüche in der eigenen Familie sich einzugestehen, auszuhalten und letztlich die richtige Konsequenz daraus zu ziehen. Vielen Dank, Herr Frank, dass Sie heute hier sind. Dankeschön. Meine Zelle, schreibt mein Vater, ist verhältnismäßig groß und licht. Bayerische Heimatluft dringt von dem Tag und Nacht von mir halb offen gehaltenen Oberlichtfenster herab ein in den durch eine kapellenartige Runddecke gehobenen Raum. Als ich gestern das erste Frühstück Malzkaffee durch das Türguckerl gereicht bekam, war ich geradezu frohgemut. Zur Heimatluft gab es endlich wieder einmal das schwarze Brot unseres Landes mit der unserem Geschmack entsprechenden Wurst. Ich habe dieses erste Stück Brot gestern in tiefer Ergriffenheit als ersten Heimatgruß geküsst. Das Brot war der Bote Bayerns, meines urdeutschen Landes, und gut war sein Charakter. Sein Geschmack war etwas kriegerisch, aber essen es nicht all meine deutschen Landsleute in unserem zerfetzten Vaterland? Und ich war auch um dessen Willen froh, da ich wieder im Nahrungsschicksal ihnen gleich bin. Da sitzt er also in Zelle Nummer 15, Hans Frank, mein Vater, Doktor der Jurisprudenz, bis Kriegsende im Hohlen Amt verbliebener Reichsminister ohne Portefeuille und im Blutigen des Generalgouverneurs von Polen. 45 Jahre ist er alt, abgenommen hat er, seine linke Hand zittert, Folge von zwei Selbstmordversuchen nach seiner Verhaftung im Mai 1945. Er wiegt bei einer Größe von 1,76 Meter 83,4 Kilogramm. Sein Body-Mass-Index ist mit 27,1, wie die Berechnung im Internet zeigt,
für sein Alter nicht ganz perfekt, aber, wie das Internet schreibt, mit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung und regelmäßiger Bewegung kann er sein Gewicht langfristig reduzieren. Schwierig für den Zelleneinsitzer. Neben dem Body Mass Index stimmt es seit seiner Verhaftung auch mit seinem Hirn nicht mehr so ganz. Der kauende Liebhaber bayerischen Brotes weiß nun, dass Wirklichkeit werden kann, was er eher spöttisch 2 Jahre zuvor seinem Jugendfreund prophezeite. Du wirst Professor und mich wird man hängen. Mein Vater muss um seinen Kopf kämpfen. Von Schlössern, Burgen, Villen und gepanzerten Mercedes-Karossen, den Gemälden wie Leonardo da Vincis Dame mit dem Hermelin, den 2 Rembrandts, Raphaels Bildnis eines unbekannten Jünglings, seiner penibel zusammengestellten, teuren Bavarika-Bibliothek ist nicht viel geblieben. Er schreibt, meine ganze mir verbliebene Habe geht in einem kleinen Karton unter, wo ich die mir von den Amerikanern gegebenen Wäschestücke verwahre. Aber welche Bedeutung kommt ihnen zu? Meine Hemdjacken, Taschentücher, Socken und Unterhosen immer wieder waschen und trocknen zu können, ist eine wirkliche Frage. Seit seiner Verhaftung am 4. Mai 1945, 4 Tage vor dem offiziellen Kriegsende, hat er keine Verbindung mehr zu seiner Familie. Will er die überhaupt? Mit dieser verfluchten, raffinierten, ihm heillos überlegenen Ehefrau Brigitte, die ihm sein Liebesleben vergällte? Mit dieser eitlen, selbstgefälligen und urfaulen ältesten Tochter Sigrid? Mit diesem verdrucksten, miserabel, desinteressiert, lateinpaukenden ältesten Sohn Norman? Mit dieser ihn anhimmelnden und ihm zu süßlich tuenden nächsten Tochter Gitti? Diesem mit einer fiesen Hasenscharte geborenen zweiten Sohn Michel und diesem ewig stumm dreinglotzenden Niklas, dem jüngsten Knaben, der ihm noch im Februar einfach seine Lesebrille zerbrochen hat, ihn dabei blöde von unten her anstarrte und von dem er nicht mal sicher ist, ob dieses rothaarige Hässliches überhaupt sein Sohn ist. Als ich monatelang dieses Buch vorbereitete, versetzte ich mich immer rückhaltloser in seine wachsende Klaustrophobie. Tag und Nacht wird er von einem amerikanischen Wachposten durch die Türluke beobachtet. Ganz für sich allein ist er nur auf seiner Toilette, gleich rechts vom Eingang. Schlafen muss er auf dem Rücken, die Hände oberhalb der Decke. Das Licht wird des Nachts nur gedämmt, nie ganz ausgeschaltet. Einmal am Tag ist ihm eine Stunde Spaziergang im Gefängnishof erlaubt. Gemeinsames Mittag- und Abendessen mit den anderen Angeklagten, Besuche in der Zelle nur von den Psychologen Kelly, Gilbert und Goldensohn. Einmal in der Woche ein heißes Bad nehmen, täglich morgens eine kalte Dusche. Ich habe mehrmals im Nürnberger Gefängnis eine Zelle besucht, die der Sein völlig gleich ist. In ihr zu stehen, zu sitzen, sich hineinzuversetzen in meines Vaters Einsamkeit, ließ auch dort wieder die Wut in mir aufsteigen. Warum hat er mitgemacht? Er wusste, dass er ein Verbrechen ums andere mit angeschoben hat. Dass er Sätze wie diese geplant hat. Mit den Juden, das will ich Ihnen ganz deutlich sagen, muss so oder so Schluss gemacht werden. Oder, wenn ich für je 7 Polen, die ich erschießen lasse, Plakate kleben ließe, die Wälder Polens würden nicht ausreichen, um all das Papier herzustellen. Er schreibt weiter, mein Bettgestell aus Eisen hat eine Matratze und 5 Wolldecken wurden mir in aller Fürsorge draufgelegt. Ein Tisch und ein Stuhl vervollständigen die Einrichtung, die ich, wenn ich als bayerischer Justizminister, dem alle Gefängnisse des Landes unterstanden in den Jahren 1933 bis 1938, hätte es ahnen können, dass sie mir einmal dienen würde, wesentlich komfortabler gestaltet hätte. Dass er nur durch die undemokratische Regierungsübernahme seiner Nazis am 10. März 1933 bayerischer Justizminister geworden war, ist für ihn nicht erinnerungswürdig. Auch nicht, dass er statt der Aufmöbelung von Zellen als eine seiner ersten Amtshandlungen jüdischen Anwälten verbot, weiterhin vor Gericht aufzutreten. Über 3 Monate bin ich nun in der Gefangenschaft, nicht mehr Herr meines Lebens, sondern Sache der Planung anderer. Das Schicksal fügt es so. Hier taucht zum ersten Mal bei ihm das Wort Schicksal auf. Es wird ihn und seine Ehefrau durch den ganzen Prozess begleiten. Gegenseitig werden sie sich zahllose Male versichern, dass es allein das Schicksal war, das ihn ins Gefängnis und sie in totale Armut gebracht hat.
Beide können nichts dafür. Er nicht, obwohl er per Reichsgesetzblatt als Stellvertreter Hitlers politisch für jeden Mord im Generalgouvernement verantwortlich war. Sie nicht, obwohl sie an seiner Seite gnadenlos ein Luxusleben auskostete. In jener Zeit kam nie von ihr ein Hans, wie kannst du nur? Zieh dich sofort zurück. Das ist ein Verbrecherregime, dem du dienst. Außerdem riecht Hitler aus dem Mund. Da kam nie von ihm ein, wie kannst du nur in meinen Ghettos zu selbstgesetzten Preisen einkaufen fahren? Und im Übrigen, ich schmeiß hin. Ich lasse mir jetzt vom Arzt einen Attest geben, dass ich körperlich und geistig nicht mehr in der Lage sei, meinem geliebten Führer zu dienen. Das Verhalten der Neuhäuser am Schliersee, Oberbayern ist das. Das Verhalten der Neuhäuser nach Kriegsende änderte sich erheblich. Ehrerbietung vor der Top-Nazi-Familie war plötzlich nicht mehr Mode. Mein 18-jähriger Bruder Norman klagte in die Zelle. Um mich herum ist es ziemlich einsam geworden. Meine Freunde, in An- und Abführungsstriche, haben sich größtenteils verabschiedet. Jeder hatte einen anderen Grund. Dieses feige Wegducken seiner Freunde. Im Schlierseer Tal gab es eben auch Schweinsköpfe. Von einem Bauernburschen, mit dem er noch Monate zuvor fröhlich auf einer selbstgebauten Schanze hinter unserem Haus Skispringen geübt hatte, wurde er angeschrien: Was bist denn du? Nix bist, nur ein depperter Ministerbankert. Bankert ist das bayerische Wort für uneheliches Kind, was nun Norman ganz bestimmt nicht war, das galt eher für mich. Kitty hatte eine gleichfalls 10 Jahre alte beste Freundin namens Inge, zu der sie öfters zum Spielen ging. Ein Nachbar aus der Dürnbachstraße kam hinzu und sagte zum Vater ihrer Freundin: Das ist aber kein rechter Umgang für deine Tochter. Der Vater antwortete großartig: Kinder sind immer unschuldig. Offenbar der erste Demokrat mit Empathie im Schlierseer Tal. Kitty hat seelisch wohl am meisten abbekommen. Als sie bei einem Theaterstück der katholischen Jugendgruppe zusammen mit ihrer Freundin eine reiche Dame spielte, hatten beide schicke Pelzjäckchen an. In der Pause sprachen die Besucherinnen über die Darbietung und wunderten sich über die kostbaren Kleidungsstücke. Eine sagte lauthals: Die stammen von der Frau Frank, die hat sie in Polen den Juden gestohlen, die waren ja da drüben so reich. Auch Michel wurde nicht verschont, sondern im Fischbacher Kinderheim von der Leiterin übel beschimpft, wie Mutter ihrem Hans in die Nürnberger Zelle schreibt. Michel hat immer Hunger und als er mir einen Brief geschrieben und sich darüber beschwert hatte, hat ihn die maßgebende Schwester zerrissen und gesagt: Ach, du bist wohl was Besseres gewöhnt. Das glaube ich schon, nachdem dein Vater alles in Polen gestohlen hat. Unser Diebesgut aus Polen war wiederum uns gestohlen worden, sodass meine Mutter Ende 1945 Hans in die Zelle schreibt: Ich wusste mir heute keinen Rat und hatte die Kinder um Brot und Fleisch betteln geschickt. Hatte ein Briefchen dazu geschrieben und ganz glücklich kam Kitty mit etwas Blut und Leberwurst und einem Pfund Hackfleisch. Sogar Knochen und Hundefutter für unseren Hund brachte sie noch mit. Und Michel brachte ein 3 Pfund Brot, 1 Pfund Mehl und Zwiebeln. Das war bei uns allen eine große Freude. Mein Name fehlt, zu Recht, denn dieser Bettelgang brennt bis heute. Nichts habe ich heimgebracht. Mein total verdruckste und mich dadurch noch unsympathischer, vermutlich sogar hochmütiger scheinen lassende Art, Muttis Zettelchen an Haustieren und auf Bauernhöfen hinzuhalten und dabei etwas von Hunger zu stottern, war mein für mich fürchterlichstes Kindheitserlebnis. Auch die Nachbarbäuerin unterhalb des Schoberhofs ließ ihre neue demokratische Wut an mir aus, putzte mich als verlogenen, winzigen Großkopferten, der jetzt gar nichts mehr sei, runter. Das tat weh. Als Tage später ein Jeep hielt und mich der Fahrer fragte, wo es hier Eier gibt, führte ich ihn zum Eierversteck der Bäuerin unterm Heu, sodass er sich mit Dotter ohne Bezahlung eindecken konnte. Er schenkte mir für meinen Verrat eine der von uns heiß begehrten Ami-Schokoladen. Ich fühlte mich im Recht, weil gerecht. Als Michel in einem Hauracher Kinderheim lebte, Kitty bei Mutters Freundin in München zur Schule ging, weil unsere Mutter total erschöpft in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert worden war, lag ich im Kinderkrankenhaus in Acher-Zwies bei Fischbachau mit einer Drüsenerkrankung. Dort ging es mir nur ein einziges Mal schlecht, als ich mich nämlich wegen der inzwischen ungewohnt guten Kost übergab. Das Erbrochene allerdings noch einmal essen musste. Vielleicht die Rache einer vom Dritten Reich entsetzlich behandelten Krankenschwester, die unerbittlich neben mir stehen blieb, bis ich alles wieder verdrückt hatte. Ich sehe den verkotzten Teller noch vor mir.
Natürlich ist das ein brutales Vergehen an einem Sechsjährigen. Doch gegen miese eigene Erlebnisse setze ich Zeit meines Lebens. Was ist das im Vergleich zum Leiden der Millionen unschuldigen Opfer des Holocaust? Wir Frankkinder haben nie deren auswegslose Verzweiflung erlebt. Ich konnte sogar sehr alt werden. Was für ein Geschenk. Während unser Vater auf der Flucht von Krakau nach Bayern war, schrieb meine älteste Schwester Sigrid am 3. Februar 1945 in einem Brief an unsere Mutter aus einem Kriegslazarett in Schlesien, wo sie als Hilfsschwester mitarbeitete, diesen Satz. Eine sehr einstimmige Meinung herrscht hier bei den Soldaten über die Folgen und Ausmaße des jetzigen Krieges. Besonders sehen alle darin die Rache für unsere Grausamkeiten den Juden gegenüber. Was für eine erschreckende Aussage. Da ist kein. Und stell dir vor, Mutti, die sagen hier, wir hätten den Juden was angetan. Weißt du davon was? Nein, die Kenntnis wird vorausgesetzt, weil sie es alle wussten hierzulande. Erst nach der totalen Kapitulation am 8. Mai 1945 setzte die große Verdrängung ein, die bis heute unsere Psyche schlaucht und mich meinen Volksgenossen gegenüber sehr misstrauisch gemacht hat. Am 30. Oktober 1945 ließ sich mein Vater vom Gefängnisgeistlichen Vater Sixtus O'Connor katholisch taufen. Jetzt war er wieder drin in der Religion dieser Verdrängung des Endlichen. Aufgewachsen war er als Altkatholik. Ausgetreten war er, weil er als Nazi Karriere machte. Vielleicht haben Michel und ich schon allein deswegen mit gutem kindlichen Gespür für das Unrecht jenes Vaterunser auswendig gelernt, das uns der Knecht vom Rixner Bauern vorgebetet hat. Vaterunser, der du bist, der die euren Weiber frisst, nimm ein Stückerl Brot dazu, Herrgott, sah hast nur nicht nur. Natürlich war es für uns fünf Kinder schwer, uns in der neuen Armut einzurichten. Wie sagte doch Norman Jahrzehnte später so richtig, weißt du, warum wir Frank so ein Überlegenheitsgefühl haben? Weil wir früher Dienerschaft hatten. Das merkte auch Mutter, die ihrem Hans klagte ins Gefängnis. Haben wir nicht bald genug gelitten, Hans? Es ist ja nur gut, dass die Kleinen noch nicht die Tragweite ihres Geschickes übersehen. Vielleicht tut ihnen jetzt der Abstand von allem gut. Es schadet ja auch nichts, wenn sie etwas mehr Ordnungssinn bekämen, denn sie ließen mich doch noch jeden Handgriff machen und lebten trotz ständiger Ermahnungen so, als hätte jeder noch einen Diener hinter sich, vom Größten angefangen bis zum Kleinsten herunter. Muss sie mich wirklich noch zum Schluss erwähnen, aber recht hat sie, unser Diener ging uns schon arg ab. Der 29. November 1945 wird für die Anklagebank zu einem Erlebnis. Obwohl sie alle über die entsetzlichen Gräuel in den deutschen KZs Bescheid wussten, war die direkte Konfrontation mit einem Film über KZs doch die Nazi-Nerven sehr angehend. Gilbert, der während der Vorführung im Gerichtssaal die Angeklagten beobachtete, notiert, Frank murmelt grausig und Frank kaut an seinen Nägeln. Andere Beobachter bekunden, dass Frank am Ende des Films, dem eine Pause folgte, von der Wache von seinem Sitzplatz geholt werden musste, weil er stockstarr weiter vor sich hin stierte mit Tränen in den Augen. Wenn's denn nicht eine ekelhafte Selbstinszenierung gewesen ist. Brigitte fängt das Jahr 1946 kämperisch an, schreibt am 3. Januar allerdings verknüpft mit schweren Lügen bezüglich deutscher Vernichtungspolitik, ach, lieber Hans, wie sehr mussten die Menschen doch Gott verlassen haben, die solche Grausamkeiten begehen konnten, wie sie heute Abend, wie jeden Abend 20.20 Uhr vom Nürnberger Gerichtssaal im Bayerischen Rundfunk geschildert wurde. Nur kann man dafür nicht alle Deutschen verantwortlich machen. Was haben wir denn davon gewusst? Was hast du denn davon gewusst? Doch was hatte Mutter 3 Jahre zuvor an ihren Ehemann geschrieben? Hans, weißt du noch die Nacht vom 12. auf den 13. Mai, als du neben mir im Bett lagst und mir diese furchtbaren Sachen gestanden hast, mit den KZs und der Ermordung von Menschen und so? Guck an, die Shoah als Betthupferl. Am 23. Mai 1946 schreibt Hans seiner Brigitte, der Prozess in An- und Abführungsstriche geht seinen Gang. Ich schreite ihn für Bass und trage mein Kreuz für so viele. Und Gott hält und führt mich. Ich sehe und höre und fühle nur ihn. Was heißt denn das schon wieder? Trage mein Kreuz für so viele. Für seine Familie, für seine geliebte Lilly oder für seine Mutter? Am Ende doch nicht etwa für die ermordeten Juden?
Warum bereitet er sich überhaupt noch auf seine Verteidigung vor, wenn er im Brief das Wort Prozess in An- und Abführungszeichen schreibt? Er braucht doch bei Dr. Seidel, seines Verteidigers, erster Frage nach seinem beruflichen Werdegang nur aufzustehen, sich an die Richter zu wenden und zu sagen, hohes Gericht? Nein. Absurdes, politisch motiviertes Gericht der Siegermächte. Einen Dreck werde ich tun und mich ihnen unterwerfen. Mein ist Gott. Hiermit ist die Verhandlung über mich beendet. Doch die geht weiter. Und Norman schreibt, mein lieber Vati, wir fiebern dem Zeitpunkt deiner Verteidigung entgegen. Wir wissen, dass du das deutsche Volk von der Schuld, die ihm zugewiesen wird, nach Möglichkeit freisprechen willst und wirst. Du brauchst keine Trostworte von deinem Sohn. Du bist Soldat und wir sind eine Soldatenfamilie. Dass Norman mich, sein jüngstes Geschwister, auch zu den Soldaten steckt, finde ich unverfroren. Was ich ihm zugestehe, damals weiß er noch nichts von den Verbrechen, die unsere deutsche Wehrmacht allüberall zwischen 1939 und 1945 verübt hatte. Entsprechend soldatisch schreibt Vater an ihn zurück. Mir geht es gut, wir verteidigen den letzten Bunker unseres alten Heldenreiches. Dabei hatte er ja ehrliche Momente, mein Vater. Auf einen Zettel ohne Datum schreibt er, seit 4. Mai 1945, dem Tage meiner Verhaftung, lebe ich wie aus dem Grabe heraus. Die Gegenwart ist mir nur noch Qual, die Zukunft nur verschwunden. Allein lebt die Erinnerung ohne Hoffnung, voll Schmerz und Reue. H.F. unterzeichnet. Was mich dabei verwundert, warum setzt er seine Initialen drunter? Damit der Zettel nicht mit einem von Streicher geschriebenen verwechselt wird? Eher glaube ich, dass er diesen Zettel in einem ihn porentief reinwaschenden Geschichtswerk abgedruckt sieht. Dabei ist es nur sein Jüngster, der ihn jetzt in einem Zusammenhang veröffentlicht, der ihm gar nicht behagen wird. Brigitte lässt nur selten in ihren Briefen an Hans die Wahrheit raus, die bei ihm zu echter Reue hätte führen können. Sie schreibt, es sind draußen minus 20 Grad. So eine Fahrt nach München ist heute sehr anstrengend. Vorgestern ging ich 5:45 aus dem Haus, ganz finster. Nur der tiefe Schnee leuchtete etwas und in der Ferne das Licht des Lastwagens, auf dem man dann mit Sack und Pack heraufklettern muss. Eng wie die Bücklinge steht man dann im Finstern, keiner den anderen sehend, auf einem Bein und muss froh sein, wenn auf dem anderen kein Fremdes steht. Alles in gebückter Haltung, da man sonst ans Dach stößt. Ach Hans, diese Wiederholungen, genauso wie die Polen befördert wurden. Was für ein erinnerungsunseliger Satz. Vater muss sich zumindest verärgert geräuspert haben. So etwas liest doch auch der Zensor. Dabei habe ich doch für die Polen nur das Beste gewollt, auch beim Transportieren. Norman sah in unserem Vater das Kostbarste seines Lebens, also schreibt er ihm entsprechend. Wir verfolgen nun täglich die Berichte über den Prozessablauf. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich über deine Haltung gefreut habe. Lass dir sagen, wie stolz ich auf meinen Vater bin. Worauf ist Norman stolz? Etwa, dass sich unser Vater zu Beginn des Prozesses den Richtern gegenüber als nicht schuldig bekannt hat? Der Tag von Vaters Auftritt vor Gericht rückt immer näher. Mutter zeigt sich verzweifelt. Sie schreibt, du kannst dir denken, mit welchen Gefühlen ich jetzt immer am Radio hänge. Und besonders jetzt, wo ihr auch mal zu Wort kommt. Mein lieber Hans, du träumst von der Vergangenheit. Träume von der Zukunft, Hans, die wir uns ganz nach unserem Geschmack gestalten wollen. Bescheiden mit den Kindern für die Kinder. Das hätte mir gerade noch gefehlt. Bescheiden mit den Kindern für die Kinder? Dann hätte mir Vater wirklich mein Hirn vergiftet, wie es so vielen Nazivätern bei ihren Kindern gelungen ist. Die wählen heute alle unsere Neonazi-Parteien, beschimpfen unsere Medien als Lügenpresse, beschmieren unsere Synagogen, verprügeln und ermorden Juden und Fremdaussehende und stehen durchweg in Treue fest zum Erbe meines Vaters und seiner Genossen, den arischen Herrenmenschen. Norman spürt auch die Spannung. Mein lieber Vati, der Prozess ist ja nun in das Stadium der Wahrheit getreten. Man meint damit allgemein den Beginn der Verteidigung. Norman, wir nannten ihn Bomi, schiebt demnach die gesamte Anklage ins Schubfach Lüge. Brigitte, die schon längst die letzte Phase des Charakters ihres Gatten aufgedröselt hatte, schickt ihm am 30. März 1946 wieder mal Lügenhaftes, zumindest was seine Art des Freudenbringens betrifft.
Nun ist es in der Natur auch wieder Frühling geworden. Du siehst, Hänschen, alles kommt wieder und nichts geht verloren in dieser Welt. Und alle unsere guten Taten werden uns nachfolgen. Und wie viel Gutes hast du getan? Du warst jedem ein Freudenbringer. Sicher waren die Juden im Generalgouvernement zutiefst dankbar, was ihnen von Hans Frank alles an Freuden gebracht wurde. Der Hunger, die Einkesselung, das Ghetto, weiter ins KZ Plaschow oder gleich in die Vernichtungslager. Einen Tag später plustert Brigitte diesen Guttäter in einem Schönheitswettbewerb zum Sieger auf. Sie schreibt: Wenn ich ein Bild von dir in den Zeitungen sehe, freue ich mich immer, dass du noch mit am besten aussiehst. Und du hast jetzt so einen entspannten Ausdruck, direkt harmonisch. Dann endlich, am 18. April 1946, ist sein ureigener Gerichtstag gekommen. Auch Dr. Seidel, sein Verteidiger, schaut ihm fickrig entgegen, stellt ihm die entscheidende Frage: Haben Sie jemals irgendwie an der Vernichtung von Juden sich beteiligt? Mein Vater antwortet nach einer kurzen Pause: Ich sage ja. Und zwar sage ich deshalb ja, weil ich unter dem Eindruck dieser 5 Monate der Verhandlungen und vor allem unter dem Eindruck der Aussage des Zeugen Höss mit meinem Gewissen es nicht verantworten könnte, die Verantwortung dafür allein auf die kleinen Menschen abzuwälzen. Ich habe niemals ein Judenvernichtungslager eingerichtet oder ihr Bestehen gefordert. Aber wenn Adolf Hitler persönlich diese furchtbare Verantwortung auf sein Volk gewälzt hat, dann trifft sie auch mich. Denn wir haben den Kampf gegen das Judentum jahrelang geführt und wir haben uns in Äußerungen ergangen, die furchtbar sind. Und ich habe daher nur die Pflicht, Ihre Frage in diesem Sinne und in diesem Zusammenhang mit Ja zu beantworten. 1000 Jahre werden vergehen und diese Schuld von Deutschland nicht wegnehmen. Schon ein Leben lang ärgere ich mich, dass er plötzlich seine persönliche Schuld, nach der er ja von Seidel gefragt worden war, auf knapp über 70 Millionen andere Schultern verteilt. Als ihn nach der Pause der sowjetische Ankläger ins Kreuzfeuer nimmt, lügt er weiter feige, dass er nichts von Vernichtungslagern in seinem Generalgouvernement gewusst hätte, wurde aber durch Dokumente blendend widerlegt. Abends besucht ihn Gilbert in seiner Zelle. Und wen findet er fort? Einen eitlen, selbstgefälligen Menschen, der ihm sagt: Ich denke, es machte den Richtern wirklich Eindruck, wenn einer von uns ehrlich und offen ist und nicht versucht, die Verantwortung abzuschieben. Glauben Sie nicht? Ich war wirklich erfreut darüber, wie meine Aufrichtigkeit die Richter beeindruckte. Was für ein Schuldeingeständnis war das denn? Sollte dazu nicht Empathie mit den Opfern aufleuchten? Hatte er nicht mit öffentlich gezeigten Schrecken den KZ-Film im Gerichtssaal gesehen? Ironisch schreibt Gilbert in seinem Tagebuch: Man war sich allgemein darüber einig, dass sich die Richter nicht täuschen ließen. An diesem 18. April war alles erledigt, war er erledigt. Die Reaktion in den deutschen Zeitungen war nicht begeistert. Viele lassen auch seine 1000 Jahre Schuld für Deutschland weg, melden nur, dass er der Erste sei, der seine Schuld zugegeben hätte. Ist ja auch klar bei dem Weglassen. Die da über den Nürnberger Prozess berichten, sind alle so oder so auch vom Nationalsozialismus besudelt. Entweder durch verständliches Maulhalten oder durch aktive Mitmacherei. Da passt Franks Vergemeinschaftung der Schuld überhaupt nicht. Und wie reagierte seine Familie? Macht ihn irgendwer auf die Widersprüchlichkeit seiner Aussage aufmerksam? Vertieft sie einer, schreibt ihm einer unter der Verwendung der schon seit dem 8. Mai 1945 in Deutschland verachteten Wörtchen Schuld zum Beispiel: Das hast du toll gemacht, Vati, wahlweise Hans oder Hansi Muckerl, wie ihn seine Mutter nannte. Ja, du bist wirklich schuldig und ich danke dir für dein Geständnis, weil es mir mein Leben rettet. Nix da. Norman schreibt: Mein lieber Vati, am 18. Abend um 8 Uhr saßen wir alle bei Oma und Tante Else, um deine Verteidigung zu hören. Wie aufgeregt wir waren, kannst du dir kaum vorstellen. Sogar in den Weltnachrichten kam es. Mit der Zeugenaussage von Dr. Frank kam es zu einer sensationellen Wende im Nürnberger Prozess, wurde berichtet. Und dann hörten wir den Kommentator über die Verhandlung sprechen. Man spürte direkt, wie auch er unter der Wirkung deiner Worte stand. Es war der beste Kommentar, den wir bis jetzt gehört haben. Unsere Freude darüber war grenzenlos. Mit vor Stolz geröteten Köpfen gaben wir uns einer spiritistischen Lagebesprechung hin.
Die Gefühle, die uns überkamen, kann man schon nicht mehr mit Stolzen vergleichen. Viel zu schwach wäre das. Es war jedenfalls so, dass wir in unserem Vater einen Heiligen sahen, aber nicht so einen mit Heiligenschein, sondern einen starken Mann mit einem Schwerte kämpfen für seine und seines Volkes Sache. Und Hans Franks Mutter, hat sie wenigstens geschrieben, mein über alles geliebtes Hansi Muckerl, endlich ist es raus, dass ich einen Massenmörder geboren habe. Irgendwas muss ich bei deiner Erziehung falsch gemacht haben. Nein, sie schreibt zum Schuldeingeständnis ihres Sohnes, wie stolz bin ich auf dich, dass du dich so tapfer gehalten hast. Allgemein wird mir gratuliert, ein kleiner Trost in unserem bitteren Leid. Was für ein widerwärtiges Dokument. Stolz, weil ihr andere zum tapferen Verhalten des Sohnes gratuliert haben. Brigitte schreibt erst 10 Tage später nach seinem Auftritt am 28. April 1946, dass sie wegen der entsetzlichen Müdigkeit einfach nicht zum Schreiben gekommen sei, plaudert ihn dann mit Alltäglichen die Hucke voll und geht zuletzt doch auf Umwegen auf seinen Gerichtstag ein. Zitat, gestern Nachmittag war ich mit Norman, Kitty und Else im Kino. Wir haben dich dort sehen können, Hans. Ach, mein lieber Hans, was mich da alles immer bewegt. Wie viele neue Züge entdecke ich in deinem Gesicht. Alle sind wir sehr beeindruckt von deinen Aussagen, USW, Punkt und so weiter. Alles, was wirklich aus dem Herzen kommt, wirkt auf Menschen und geht auch in ihre Herzen. Da gesteht ihr Ehemann Entsetzliches und sie tut es ab mit alle sind wir sehr beeindruckt von deinen Aussagen, USW, Punkt. Dieses USW ist wohl die kürzeste Abschiebung der Judenvernichtung. Ich glaube, Mutter war von seiner Aussage geschockt, weil sie dadurch auch mitschuldig wurde, als seine Ehefrau und Königin von Polen. Also nimmt sie nicht persönlich Stellung, sondern da kommt sie wieder, die anderen, alle sind sie sehr beeindruckt. Da hilft auch das Wörtchen wir nichts. Für mich hat sie es nur darum bewusst reingesetzt, um eventuelle Nachfragen seinerseits von vornherein abzustoppen. Keiner der halb oder ganz Erwachsenen greift wirklich seinen Auftritt am grünen Donnerstag 1946 auf. Auch von Hans kommen brieflich keine Nachfragen, wie zum Beispiel, innigst geliebtes Weibelein, wie fandest du denn meinen Auftritt? Oder, na Brigitte, diesen ganzen deutschen Lügenbolden, die alles verdrängen wollen, habe ich es aber ordentlich gegeben, oder? Das Urteil hört am 1. Oktober 1946. Ein Zeuge im Gerichtssaal beschreibt seinen Auftritt. Frank wurde durch die kleine Schiebetür unter der Uhr in den Gerichtssaal geführt. Er hatte nicht wie sonst seine dunklen Brillengläser auf. Seine Augen sahen unruhig, unsicher und verweint aus. Sein Mund unförmig, die Lippen geschwollen. Er sah zur Decke hinauf, als er die Worte hörte, verurteilt zum Tode durch den Strang. Mutter sitzt am Radio, als die Verkündung des Strafmaßes am 1. Oktober 1946 live vom BR übertragen wurde, und tat etwas für mich Bewundernswertes. Sie hat sich ein Stück Papier genommen und die Namen der Angeklagten per Hand in Druckbuchstaben darauf geschrieben. Jetzt setzt sie hinter jeden Namen das Urteil. 10 Jahre, 20 Jahre, lebenslang, Freispruch. Bei allen zum Tode Verurteilten macht sie ein Kreuz. Auf dem Zettel stand auch ihr Ehemann mit Nachnamen, Frank. Und sie versah diesen Namen ebenso mit einem großen, kalten Kreuz. Danach setzt sie sich an ihre Erika-Schreibmaschine und schreibt, mein lieber, geliebter Hans, sollen wir um dich trauern, dem der liebe Gott, wenn die Menschen dieses schändliche Urteil vollstrecken, einen so herrlichen Empfang bereiten wird? Wir haben so gefühlt und empfunden, welche Kraft von dir aus und auf uns überging, sodass wir wissen, dass wenn du heute diese Welt verlassen musst, du es freudig tust und in Dankbarkeit über die Gnade Gottes, die dich so auf diesen Weg vorbereitete. Und deshalb wissen wir auch, dass wir, so wir um dich nicht trauern sollen, auch hart gegen uns sein müssen. Wenn auch die Menschen, die dieses Urteil sprachen, strafen wollen, da sie nicht nach dem Worte Christi handeln, mein ist die Rache, so wird der Herrgott, wenn er dieses Urteil zulässt, nur dich belohnen für all das, was du jetzt gelitten hast. Norman rückt nach dem Todesurteil ideologisch noch näher an unseren Vater ran, schreibt als totaler Verdränger und Heiligsprecher unseres Erzeugers. Mein lieber Vati, obwohl du 18 Monate in Haft gesessen hast, ausgesetzt den dauernden Schlägen der Anklagebehörde, bespuckt und beschimpft vom eigenen Volke, verlassen von Freunden und Feinden, sprichst du klar und gläubig zu mir.
Du hast jede Seite des Lebens leidenschaftlich durchlebt, hast Kämpfe bestanden, um die dich mancher Abenteurer beneiden möchte. Und es war dir vielleicht nicht zuletzt vergönnt, der Epoche Adolf Hitlers führend anzugehören. Norman sitzt allabendlich neben Mutter vor dem Radio, um ja nicht den Bericht vom Tage aus dem Nürnberger Gerichtssaal zu verpassen. Trotz grausiger Einzelheiten der deutschen Vernichtungspolitik schafft er keine Öffnung für sich selbst, macht die Ankläger zu spuckenden Lamas und ihre Beweise zu Schlägen gegen Unschuldige. Immerhin war er damals schon 18 Jahre alt und ein begieriger Leser von Süddeutscher Zeitung und Neuer Zeitung. Grandios der Schluss seines Briefes, aus dem hervorgeht, dass Angehörige von Todgeweihten doch manch ernährungsfreundlichen Vorteil hatten. Dich würde es vielleicht nicht interessieren, wie die Leute das Urteil aufgenommen haben. Mutti war hierfür die erste Zeugin. Sie fuhr in der Früh nach Schliersee zum Einkaufen. In den Geschäften wurde sie sofort drangenommen und bei ihrem Eintreten war alles ganz still. Hier in Neuhaus war es noch persönlicher. In einem Geschäft rief die Besitzerin ihr beim Hinausgehen nach: Ach, Frau Frank, haben Sie nicht einen Topf dabei? Ich hätte Ihnen so gern etwas Quark mitgegeben. Mutter hatte. Auch Mutter, die Quarkgesättigte, will in einem ihrer letzten Briefe an ihren innigst geliebten Hans nichts wahrhaben. Sie schreibt: Demokratie, Ausrufezeichen, jeder sollte sich angeblich zu seiner Meinung bekennen können. So sah ich die Demokratie an. Alle waren wir Opfer einer kleinen verbrecherischen Clique. Du mit in erster Linie, stand ständig mit einem Bein im KZ, befürchtetest den Genickschuss und wie jämmerlich wurden wir alle getäuscht. Hier wird gerichtet, gnaden und erbarmungslos. Und am 13. Oktober 1946 lässt sie in ihrem Brief an Hans den unmöglichsten Satz raus, den ich je von ihr gelesen oder gehört habe. Gestern Abend gegen 10 Uhr, wir wollten gerade ins Bett gehen, hubte es draußen mehrere Male. Gaston Ullmann wollte zu mir. Er war erst aus Nürnberg gekommen und wollte schauen, wie es uns geht. Er ist ein Jude, aber ich habe das Gefühl, er hat ein menschliches Herz. Ein Jude mit menschlichem Herz, das gibt's doch nicht. Sie wurde wohl nie berührt vom Schicksal dieser Menschen. Seinen letzten eigenen Brief an den ältesten Sohn schrieb Hans Frank am 14. Oktober 1946, ein Meisterwerk der Uneinsichtigkeit mit Sätzen, die wie für die Geschichtssicht der Vogelschisspartei in Deutschland gedrechselt wurden. Mein Herz, lieber guter Norman, wenn du dieses heutige erhältst, dann ist die letzte Bunkerbesatzung unseres Reiches ihren vielen Millionen grauer Kameraden in die Ewigkeit gefolgt. Ich weiß, dass keiner beim Sterben dem großen Namen unseres deutschen Mannestums Schande machen wird. Dieser Tod ist ein Kriegsvorgang und Krieg und Sterben gehören nun einmal zusammen. Was soll ich auch noch am Leben? Oder glaubst du, dass ich mich von Deserteuren, Emigranten oder Landesverrätern soll nun mein ganzes weiteres Leben schinden lassen? Den letzten Brief an seine Ehefrau schreibt er am Abend seiner Hinrichtung. Meine herzliebe Brigitte, ich will es dir ganz offen sagen, dass mich am meisten der frohe Gedanke bewegt, dass niemand es auf die Dauer in die Zukunft hinein wird verhindern können, dass auch mir später volle Gerechtigkeit zuteil werden wird. Die Wahrheit wird siegen. Ich schäme mich, ein Mensch zu sein, wenn ich dieses hasserfüllte Spiel bedenke, das hier getrieben wird. Und wie kurzsichtig ist das alles. Ich war niemals ein Verbrecher. Mit dem Tode ändert sich auch die Lage. Aus den Verurteilten und Getöteten werden denkbar wirkungsvolle Ankläger werden, die mit keiner Lüge und Konstruktion und Entstellung niedergekämpft werden können. Meine Schuld, in An- und Abführungsstrichen, ist eine rein politische Angelegenheit, aber keine juristische. Und gerade du weißt auch, wie ich meine Kraft gegen die übermächtige Gewalt eingesetzt habe. Oh, das alles kommt einmal ans Licht des Tages. Der Inhalt dieses Briefes macht mich noch bis heute wütend. Das war nicht zu lang, nicht? Gut. Vielen Dank, Herr Frank. Ich will gleich mit Ihrem letzten Satz gerne... Ich rede noch leiser mit Mikro als ohne. Ach, dann probiere ich es noch mal lauter. Ich würde gerne mit Ihrem letzten Satz starten, tatsächlich in die Fragerunde. Sie sagten gerade,
dieser letzte Brief, das macht sie bis heute wütend. Ja, was macht sie daran so wütend? Weil er hat immerhin ein Gericht voller tagelang, monatelang, wurde ein Zeuge nach dem anderen gehört, wurden die tollsten Beweise vorgelegt, wie dieses Nazi-Regime wirklich funktioniert hat. Es wurde ihnen alles gezeigt, gesagt und aus, auch Zeitzeugen, damaligen KZ-Überleben, sie haben alles erfahren. Sie haben wirklich alles erfahren, zumal sie übrigens vorher schon alles wussten. Und dass man am Ende dieses Prozesses erstens das Ganze nicht anerkennt als Prozess und zweitens auch noch jede Schuld von sich weist, ist für mich einfach unerträglich. Er schreibt auch an anderer Stelle, ist ja hier nur ein Potpourri durchs Buch, ich habe viel mehr zitiert, er schreibt an einer anderen Stelle, wo ist das geblieben, wo ich Welten geschaffen habe? Ja, welche Welten hat er geschaffen? Was ist das für ein Selbstbildnis, nicht? Er war immer nur im Streit mit Himmler, weil er war tatsächlich als Hitlers Stellvertreter, war er politisch verantwortlich für alles. Aber der Himmler hatte natürlich die Macht mit seiner SS und er hat dauernd gegen Himmler geschrien, weil er die Macht haben wollte, aber nicht zum Guten des Menschen. Er wollte halt nur oben sein. Und mich macht das halt nach wie vor wütend, weil ihm hat man tatsächlich die Zeit gegeben, vom Ende November bis in August hinein dauerte der Prozess. Und da wurde ja unglaubliches Material. Ich weiß nicht, ob Sie sich mal die Printausgabe dieses Prozesses, ich habe sie zu Hause, die gibt es als Taschenbuch, wenn Sie da drin lesen, das ist eigentlich alles Schullektüre, um der Feigheit zu entkommen. Sie können eine Menge lesen, wenn Sie die Zeugenaussagen, wie auch bei meinem Vater, der in dem Fall außerordentlich war, bis auf den letzten Satz, wie die alles wegschieben. Da können Sie so viel lernen über das Wesen. Gut, man kämpft um seinen Kopf, aber es ist einfach peinlich. Können Sie noch mal die Situation für Ihre Familie schildern? Da sitzt der Vater in Nürnberg in der Zelle und die Familie im Schliersee. Ja, also es war das Witzige an dem Verhältnis meiner Eltern war überhaupt, dass mein Vater eigentlich 1942 seine Jugendliebe Lilly kennengelernt hatte, das habe ich alles rausgelassen, und unbedingt die Scheidung wollte. Und die Scheidungsakten dann tatsächlich mitten im Krieg 1942 dem Hitler schickte. Und meine Mutter sagte den schönen Satz, ich bin lieber die Witwe als die geschiedene Frau eines Reichsministers und schickte dem Hitler ein Foto, wo sie im Kreise ihrer 5 Kinder sitzt. Das war auf dem Wawel, der uns damals auch gehörte, den Franks, war der Dienstsitz meines Vaters. Und dann bekam mein Vater vom Bormann ein Telegramm, wo der dann schrieb, der Führer hat sehr sorgfältig ihre Akten durchgearbeitet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass er die Scheidung nur dann gestattet, wenn sie von ihren Ämtern zurücktreten, nämlich als Generalgouverneur und als Reichsminister. Und da war mein Vater jetzt wirklich in der Scheiße, um es deutsch zu sagen. Weil er hatte zwar seine Jugendliebe, der er dauernd Liebesbriefe geschrieben hat, aber jetzt zu verzichten auf den Pomp, den er hatte, mit gepanzerten Mercedes, mit Schloss Kressendorf, unser Wochenendschloss, mit auch allem Möglichen, nicht? Und dann nur auch mit seiner jungen, neuen, alten, die auch 3 Jahre älter war, immerhin nicht 5 Jahre wie meine Mutter. Und dann hat er uns immer, also ich bin aufgewachsen und alle Geschwister auch, dass der Hitler dem Vater die Scheidung verboten hätte. Bis nach dem Krieg, aber nicht so raffiniert, weil der Hitler war in Österreich und der hat todsicher dem Bormann gesagt, Sie werden sehen, ich kenne den hündischen Charakter von Hans Frank, der wird sofort das Generalgouverneur behalten wollen und nicht seine neue Frau kriegen. Und wir sind dann aus dem Schoberhof rausgeflogen, sind dann in eine sehr nasse, kalte Zwei-Zimmer-Wohnung, wobei ich das nass und kalt von meiner Mutter zitiere, weil wir für uns als Kinder, vor allem für Michel und mich, war das absolute Abenteuer. Das war einfach pfundig. Wir haben ziemlich viel angestellt in Neuhaus und Schliersee und waren richtig wilde Buben, waren sehr gut integriert im Neuhauser Dorfbubenleben. Ich sprach ein so geschärtes Bayerisch, dass mich der Norman teilweise nicht verstanden hat, wie er dem Vati auch ins Gefängnis schreibt. Und der Mutter ging es sehr schlecht. Der Absturz war natürlich enorm, ne, weil wir sind einer der wenigen,
Nazi-Top-Familien, die tatsächlich quasi alles verloren haben. Nur etwas hatten wir noch gehabt. Als der Schober wurde dann geplündert von Fremdarbeitern, noch vor Kriegsende, 7. oder 8. Mai, so im Dreh rum, 45. Und meine Mutter ging mit Michel, Gitti und mir zur Frau von Langsdorf, die wohnte so 300 Meter entfernt, direkt am Schliersee, und hatte dabei eine ungefähr so große Tasche, an die kann ich mich auch erinnern, und sagte zur Frau von Langsdorf, der Schoberhof wird geplündert. Dann unterbrach sie die Frau von Langsdorf und sagte, ja, ja, das weiß ich, meine ukrainische Mark plündert gerade mit. Das sind für mich immer so diese kleinen Sachen in der Weltgeschichte, die für mich saukomisch sind. Und ob wir hier schlafen dürfen, da hat die Frau von Langsdorf, wenn Sie ganz leise sind, dürfen Sie auf dem Speicher schlafen, aber meine Ukrainerin darf nichts merken, wenn die zurückkommt. Und dann hat meine Mutter gesagt, nehmen Sie doch bitte die Tasche, ich hole sie mir ein paar Wochen später wieder. Und das hat dann die Frau von Langsdorf auch behalten und meine Mutter hat dann später sie gebeten, ihr die Tasche wieder zu bringen. Und Gott sei Dank hat die Frau von Langsdorf reingeschaut und er war voller Schmuck. Alles jüdisch-polnisch gestohlenes Zeug. Und mit diesem Schmuck fuhr Stück für Stück meine Mutter immer in zwischen Schliersee und Neuhaus war ein Heim für Displaced Persons, also Juden, die noch überlebt hatten und dann auf ihre Visa warteten. Und da fuhr sie hin. Zwei erkannten sie wieder aus ihren Besuchen im Ghetto, nannten sie ironischerweise immer noch Frau Minister. Und die machten das Geschäft ihres Lebens und wir konnten den Hunger überwinden, weil dann kam abends oder nachts ein Opel Blitz, ich weiß nicht, wer von Ihnen diesen Lastwagen noch kennt, ein kleinerer, und hat dann uns Fleisch und Mehl und so weiter gebracht. Und dafür haben die sicher sehr schöne Schmuckstücke bekommen stattdessen. Und dann war es halt so, also wie ich die einzelnen Szenen, wie, was die Kinder mitgemacht haben, da war ich gleich wirklich am wenigsten betroffen. Es war nur so, dass im weiteren Schicksal meiner Geschwister man schon sagen kann, die haben alle dadurch ein schweres Trauma bekommen. Der Norman wurde zum Säufer. Die Gitti sagte, sie will nicht älter werden als 46, wie der Vati war und hat mit 46 Selbstmord gemacht. Mein Bruder Michel, der ein bildschön hübscher Bub war, braun gebrannt, ich bekam immer einen Sonnenbrand, braun gebrannt, sportlich, witzig, ja. Fing plötzlich an Milch zu trinken, als er so 20, 22 Jahre alt war, verteidigte den Vater übrigens bis aufs Blut und wurde immer fetter und fetter und starb dann an totalem Versagen mit 53. Die Sigrid wanderte mit ihrem zweiten Mann aus nach Südafrika, weil sie die Apartheid sehr schätzte und die deutsche Demokratie satt hatte. Das waren meine Geschwister. Sie haben das nie wirklich aufarbeiten können. Nicht? Der Norman hat tatsächlich gesagt, das Kostbarste, was ich hatte, war mein Vater. Und wir haben immer, wenn wir uns trafen, wir waren nie verfeindet. Es lebten noch drei, als mein erstes Buch rauskam, 1987, Der Vater, eine Abrechnung. Und zwar wurde ich von Michel dann, der NPD-Mitglied dann geworden war, öffentlich also angegriffen in jeder Richtung nur. Norman hat furchtbar still gelitten. Die Sigrid hat sich nur schwach gewehrt, weil sie in Südafrika war und war natürlich dagegen. Aber wir haben nie also sozusagen Schluss gemacht miteinander. Wir haben das dann einfach zur Seite geschoben und waren weiter noch lustig. Wir haben aber immer, wenn wir uns trafen, nach einem kurzen Grüß Gott, haben wir so natürlich sofort über den Vater geredet. Das war quasi schon unser Lebensthema, ganz klar. Ich immer mit neuen Dokumenten, die anderen immer mit den alten Verteidigungen. Aber wir haben immer dabei auch zwischendurch eine Gaudi gehabt. Wie der Norman auch sagte, wir lebten ein köstliches Leben auf einem Meer von Blut. Und mein Bruder, der Norman hat gesagt, der ist am meisten mit erfahren hat, 1928 geboren, sagte, bei uns zu Hause wurde immer gelacht. Und das stimmt auch. Es war irgendwie, es waren auch keine, soweit mir Norman sagte, auch die Siege, es wurden keine antisemitischen Reden. Diese grässlichen Sätze, und da gibt es noch Dutzende weiter von meinem Vater, die hat er alle nur außen. Zu Hause war das wirklich eine
Eigentlich eine ganz lustige Familie. Allerdings 1942 war es dann schwieriger, weil dann die Lilly auftauchte, nicht? Da war es dann anders. Aber trotzdem. Den letzten Witz, den mein Vater in der Freiheit noch machte, den hörte mein Bruder Norman. Da saß er im Showhof, da war er schon geflohen. Am 17. Januar verließ er Krakau. Mit den ganzen Bildern übrigens, mit dem Hermelin auch dabei nach Neuhaus am Schliersee. Dann saß er mit dem Reichsminister Meißner, der schon angefangen hat, bei Ebert die Kanzlei eigentlich zu führen. Und dann, bis Hitler es schaffte, dann saßen die beide im Schoberhof in unserem Bauernwohnzimmer. Und da fragte mein Vater den Meißner: Wissen Sie, was das ist? Es ist grün und sitzt im Gras und frisst Gras. Und der Reichsminister Meißner sagte: Das weiß ich nicht. Und dann sagte mein Vater lachend: Die Flüchtlinge, die ja natürlich in den Westen strömte, schon, das hat mir der Norman erzählt. Nicht? Er hatte null Empathie für das, was da passierte. Nicht? Die ganzen Flüchtlingsströme aus dem Osten, die ja hier nach Deutschland in Neuhaus waren, ja auch jede Menge Flüchtlinge, schon da angekommen. Ne? Also da war er schon merkwürdig. Also wir haben es insgesamt nicht geschafft, ein freies Leben zu führen. Die Kitty hat eben zum Entsetzen ihres Sohnes, der damit aufgewachsen ist, jeden Sonntag das große Foto von unserem Vater hingestellt, mit Kerzen davor angezündet und dann davor geweint. Und der Bruder Norman, es gibt ein unfertiges Gemälde, das mein Vater zeigt, das hat er sich in seinem Schlafzimmer über das Bett gehängt bis zu seinem Tod. Ich habe es anders gemacht, ich habe alles rausgekotzt und habe gesagt: Beschäftigt ihr euch doch damit. Weil man kriegt natürlich, also das, was mich immer, ich habe etwas gegen das Wort Scham. Ja? Ich habe mich nie geschämt für die Verbrechen der Deutschen und für die Verbrechen meines Vaters. Ich habe immer nur eine Wut gekriegt. Scham ist nach innen und ist passiv und stört niemanden. Wut hingegen geht nach draußen und kann zerstören natürlich auch. Und ich bin froh, dass ich nie in diese Duckmäuser tun gegangen bin, nicht? Was ja viel leichter auch ist. Ne? Übrigens, was Sie vorher erwähnt haben, ich habe vor 3 Jahren, glaube ich, ein Essay im Spiel gehabt über die Auferstehung meines Vaters in der Sprache der AfD, ja, und habe so die Beispiele zusammen und habe den Spiegel gezwungen, Sie sollen meine private E-Mail-Adresse drunter setzen. Da haben die gesagt: Um Gottes Willen, Herr Frank, Sie werden ja gleich so mit Todesurteilen und was weiß ich. Ich habe gesagt: Das machen Sie, wer austeilt, muss auch einstecken können. Dann kamen insgesamt über 600 E-Mails. Ja? Davon waren nur 6 negativ, nur eine davon natürlich eine Todesdrohung. Alle anderen haben teilweise seitenlang, wobei man das beim E-Mail nicht so sagen kann, mir ihre Schwierigkeiten geschildert, die sie in der Familie hatten, weil sie wagten nachzufragen. Und das Ganze schon in der 3. Generation. Und ich habe jede Mail über Monate hin beantwortet. Daraus sind auch einige Freundschaften entstanden. Und die haben alle auch mich gefragt: Wie kann ich es weitermachen? Wie kann ich da was rausfinden, was wirklich Vater, Großvater, Mutter, Großmutter, Urgroßmutter war? Und ich muss Ihnen sagen, das, was ich auch hier kurz zitiert habe, das ist tatsächlich etwas, dieses Gift, dass unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern nicht gesprochen haben nach dem Krieg. Die wenigsten waren ja Verbrecher. Die meisten haben, es war eine blutige, beinharte Diktatur, muss man einfach sagen. Und natürlich war es am besten zu schweigen. Aber entscheidend war, dass man über seine Feigheit, wenn die geredet hätten, wenn die das ausgeredet hätten, ich glaube, die 600 Mails wären ganz anders gewesen. Weil ich auch gar nichts Besonderes sei, dass ich meine Eltern anklage. Nicht, weil jeder hätte eine Stellung finden müssen. Und es ist halt, wir sind alle unschuldig, aber durch Zufall der Geburt sind wir Deutsche. Und dann muss man halt Stellung nehmen. Ich bin hin und wieder in Schulen und treffe auf Klassen. Jetzt ist es weniger übrigens geworden. Aber so vor 10, 20 Jahren erzählen die dann auch, wenn sie auf Klassenfahrt nach Frankreich ist, ganz schnell wird ihnen der Heil-Hitler-Gruß ironisch gezeigt. Sie müssen immer Stellung nehmen.
eigentlich. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man sich damit auseinandersetzt und vor allem die Verbrechen anerkennt. Das ist es halt. Das tut weh, das tut wirklich weh, weil man will natürlich ein schönes Geschichtsbild haben, aber das sollte man machen, ja. Man kann dann trotzdem Deutschland lieben. Was ich tue. Kann man seine Familie auch noch lieben? Bitte? Kann man seine Familie auch lieben und seine Eltern? Sie schreiben im Vorwurf, das fand ich einen sehr bemerkenswerten Satz, da schreiben Sie, aus bangen Herzen für meine Mutter und meine ebenso toten Geschwister. Ja, weil meine Mutter, die ich ja wirklich erst, die hatte ein Sauseleben gehabt, die hatte ihr eigenes Auto gehabt, ihr eigenes Budget und hatte jede Menge Freundinnen und war während des ganzen Dritten Reichs, ich bin ja erst 39 geboren und auch noch während der Kriegszeit, die war meistens weg. Alles, was an mir menschlich ist, kommt von unserer Kinderschwester Hilde, einem bayerischen Mädel, die war damals so 24, 25 Jahre alt, eine unglaublich lustige Frau. Richtig toll, richtig herzliches Mädel. Die war immer bei uns. Und ich habe meine Mutter kennengelernt, dann natürlich nach dem Zusammenbruch. Nicht? Als wir nichts mehr hatten, als wir rausflogen, als meine Mutter tatsächlich uns zum Betteln schicken musste, weil nicht immer klappte das mit dem Schmuck. Das konnte sie auch nicht gleich machen. Das setzte erst ein, nachdem mein Vater tot war. Da hat sie sich die ganze Szene, es war noch ein Aufruf, weil sie hat es vorher probiert, dann war gleich ein Aushänger beim Schlierseer Bürgermeisteramt. Es heißt, dass die Frau Frank mit Juden Schmuck handelt. Weiß jemand was davon? Also ein richtiger Aufruf zur Denunziation, wie während des Dritten Reiches üblich. Ne? Und die habe ich kennengelernt, dass sie hat wirklich sich für uns blöden 5 Kinder aufgearbeitet. Und diese nicht uns gegeben habende Liebe in der Zeit davor, haben alle 5 für ihr eigentlich durch große Kälte heimgezahlt. Wir haben sie richtig ausgenützt. Und was mir an ihr gefiel, was ich allerdings auch sehr fürchtete, sie durchschaute mich total. Sie durchschaute überhaupt alle Männer. Sie hatte, letztlich kein gutes Bild von den Männern. Und sie durchschaute alle meine Schlechtigkeiten. Und ich fürchtete mir ihren Blick, der damals noch von oben nach unten ging. Und da hatte sie immer so ein leichtes, ironisches Lächeln. Und was ich eben anerkenne, dass sie sich wirklich, sie starb vollkommen fertig und total erschöpft mit 63. Und da hat sie schon ihr Leben tatsächlich für uns geopfert. Sie hat also im Leben noch gut gemacht, was sie selber an Luxusleben und nie ihren Juden, sie hat mich von Anfang an mit jüdischen Pelzhändlern gehandelt, schon als sie 16 Jahre alt war. Sie kam aus Forst und hat da in Kommissionen dann Ware, weil die Familie ganz arm war, und hat da Geld in die Familie gebracht, kannte also jede Menge Juden, habe ich auch verfolgt, der hat sie noch angebettelt, den hat sie stehen lassen, dabei hätte sie ihn retten können, der wollte ein Visum haben für Amerika, das war noch bevor die Amis eintraten in den Krieg, da war sie ganz schlimm. Und sie hat mir einen Satz hinterlassen, den ich in meinem Durcheinanderarchiv vor gar nicht so langer Zeit erst entdeckt hat, sie war Sekretärin und hat damals immer ein Kohlepapier drunter gelegt, wenn sie an andere schrieb. Und da schreibt sie an eine Freundin von ihr, wenn ich an früher denke, wir waren gnadenlos. Das hat sie mir zwar nie persönlich gesagt, auch keinem der Geschwister, aber sie hat es gewusst und anerkannt und zumindest ihrer Freundin geschickt. Also Sie glauben, das war Ihrer Mutter auch durchaus bewusst und Ihrem Vater. Sie glauben, es war Ihren Eltern auch durchaus bewusst, dass Sie etwas aber Verbrecherisches aber tun. Es war ganz klar, als ich über meinen Bruder Norman schrieb, da habe ich Klassenkameradinnen und Kameraden von ihm besucht zum Interview vorher, was die so erlebt haben. Ne? Da gab es Norman und Sigrid gingen in die deutsche Oberschule in Krakau. Die anderen haben mir alle erzählt, sie sind immer wieder, hingen an Laternen, Polen, ja. Sie haben miterlebt, einer, der später Pastor geworden, einer der besten Freunde, hat miterlebt, gegenüber der deutschen Oberschule war eine Kaserne. Da wurden die Juden als Lastenträger dermaßen hergeschlagen, obwohl sie die schwersten Kohlensäcke tragen mussten. Das haben die alles gesehen. Norman hat mir das nie erzählt, obwohl ich ihn dann auch gefragt habe. Das hat er alles nicht gesehen.
Es gab, wenn die über Land fuhren, waren auch immer an den Laternen. Die einzige Geschichte, die mein Bruder auch selber erlebt hat und da auch wegen meinem Vater, der Norman spielt unten vorm Wabel mit anderen deutschen Buben Fußball. Und plötzlich hören sie so eine schüttergesungene, von Männern gesungene Melodie. Und einer von den deutschen Buben sagt, ui, jetzt erschießen es wieder Polen. Und dann sind die alle losgelaufen, sind um ein paar Hausecken rum und da lagen 30 oder 50 erschossene Polen. Weil wenn ein Deutscher ermordet worden war, von den Polen wurden einfach 30 bis 50, es war unterschiedlich in den einzelnen Bezirken oder Gouvernements, einfach erschossen. Und der Norman sieht das und hat anschließend Mittagessen oder Abendessen mit meinem Vater auf dem Wabel, bestes Besteck, bestes Porzellan, beste Küche, und sagt, du Vati, was ist denn da los? Ich habe da unten erschossene Menschen liegen sehen. Und der mächtige Generalgouverneur schmeißt Messer und Gabel hin, springt von seinem Stuhl auf und schreit meinen Bruder an, ich will davon nichts wissen, und stürmt aus dem Raum. Das war dann seine Reaktion. Er wusste alles, ganz klar. Sein bester Freund, dessen Zweitvater, mein Vater hätte auch sein können, der Lasch, der hat wiederum einem General, der später bei den Engländern inhaftiert wurde und abgehört wurde, und der erzählt es einem anderen, gesagt, ich bin eingeladen worden von einem SS-Mann, am Sonntag erschießen es wieder viele Juden, ob ich Lust habe mitzukommen. Und das war der beste Freund meines Vaters. Nicht? Also er wusste sowohl auf der offiziellen Schiene wie auf der inoffiziellen Schiene über alles Bescheid. Und die Stelle, die ich Ihnen ja zitiert habe, wo meine Mutter ihm da schreibt, weißt du noch, damals am 10. Mai, wo du mir das alles erzählt hast, die wussten alles. Ich möchte auch noch mal Gelegenheit geben für Fragen aus dem Publikum. Und da habe ich jetzt gerade eine gesehen. Was hat denn bei Ihnen diesen Gesinnungswandel gebracht? Sie haben ja geschildert, dass Ihre Geschwister eigentlich alle in der Gefolgschaft geblieben sind. Aber was hat denn bei Ihnen die Änderung hervorgerufen? Also bei mir war es sicher, dass das war ziemlich früh im Sommer, glaube ich, 46 oder so. Da kamen Zeitungen raus und ich dachte immer, es sei die neue Zeitung gewesen. Aber ich habe es jetzt durchrecherchiert, da sind sie nicht drin. Ich habe mit einer Zeitung, und ich weiß nicht mehr welche, habe ich Fotos gesehen von KZ-Leichen. Und darunter auch, komischerweise, zumindest ist es mir so in Erinnerung, Kinderleichen, also Leichen meines Alters damals. Und immer stand Polen drunter. Und ich war aufgewachsen im Bewusstsein, Polen gehört uns. Wir sind nur gerade vorübergehend am Schliersee. Und das hat mir einen Schock gegeben. Und der Norman, das habe ich dann später hat er mir erzählt, als ich ihm das sagte, sagt er, ja, die Bilder habe ich auch gesehen und ich bin noch zur Mutti gegangen und habe gesagt, wenn diese Fotos stimmen, Mutti, dann hat der Vati keine Chance. Also das war etwas, was mich sehr getroffen hat, diese Fotos, die haben sich mir eingegraben. Außerdem, was ich auch kurz zitiert habe, diese Zerbrechen seiner Laserbrille. Ich hatte den Vorteil, dass ich meinen Vater nicht mochte, weil mein Vater tatsächlich die ersten ein, zwei Jahre dachte, ich sei nicht sein Kind. Und da gab es die beste dramatische Szene, die man überhaupt nur erleben kann. Ich lief im Belvedere in Warschau in einem Raum um einen großen, runden Tisch und wollte immer in die Arme meines Vaters. Und mein Vater blieb immer auf der gegenüberliegenden Seite und sagte zu mir, was willst du denn, Niki? Du bist doch ein Fremdi, du gehörst doch gar nicht zur Familie. Und das hat er lustig gesagt, aber schon mit dem Hintergrund, als Kind merkst du das. Da kann ich höchstens 3 oder 4 Jahre alt gewesen sein. Oder vielleicht noch jünger. Ich sehe noch, dass ich ein Lätzchen um mich hatte. Und es muss ein anderer noch mit im Raum gewesen sein, denn später, wenn wir uns gekracht haben, aber nie so richtig ernst, hieß es immer, ah, der Fremdi redet wieder. Ja, also es war bekannt in der Familie. Und diese Laserbrille habe ich ihm ohne Sinn und Verstand einfach, ich habe ihn von unten an, die lag da auf so einem Tisch und habe sie einfach zerbrochen. Und da hat er mir gerne Watschen gegeben, die ich in dem Zusammenhang sicher verdient hatte. Und ich hatte eine Abneigung gegen ihn. Deswegen fiel mir das mit Sicherheit leichter.
Denn der Norman, wie gesagt, nannte es das Kosmos. Kitty liebt ihn ein Leben lang. Michel verteidigte ihn öffentlich gegen mich und schrieb in einem Leserbrief an den Stern, den wir auch veröffentlichen, mein Bruder Niklas bleibt immer ein Fremdi, alles, was er geschrieben hat, ist Lüge. Also da, weil das ist dann schon, wenn du so drin, und ich sage aber, wie gerade wegen der frühen Tode, bis auf den Norman, der ist 80 geworden, die anderen, wenn man etwas gegen einen Kilometer Akten anlügt ein Leben lang, das zieht einem irgendwie die Lebenskraft raus. Ich bin zwar mystisch und stimmt nichts mit irgendeiner Naturwissenschaft überein, aber es kam mir manchmal so vor, dass die, weil sie nicht damit zurechtkommen, mit dem Umgang mit diesem Vater, dass sie da dann einfach lieber sterben wollen. Ja, Frank, vielleicht gehört es meine Frage nicht zu Ihrem heutigen Anliegen, aber ich hätte etwas mehr, oder wenn Sie darüber etwas erzählen können, über die Anfänge Ihrer Familie erfahren, von Ihrem ersten Bruder, wo Sie wohnten und welche Wohnstation Sie dann bis nach Polen durchlaufen sind. Können Sie darüber etwas erzählen oder berichten? Also meinen Sie jetzt aber mit Beginn mein Vater stammte eigentlich, der hatte eine urbayerische Mutter, die aus Lenggries stammte, und einen badischen Vater, der stammte aus Edenkoben. Und da war mein Vater auch Ehrenbürger übrigens dann später. Er wuchs aber auf, sein Vater Karl Frank war Rechtsanwalt. Aber der wurde aus der Anwaltskammer geschmissen wegen Mandantenbetrugs. Das war ein ziemlich schräger Otto. Und er wuchs auf, wurde eingeschult in Rottal-Münster, Ur-Niederbayern. Ja. Und dann zog er aber nach München und ging dort ins Max-Gymnasium, machte dort auch ein Notabitur, weil das war, er war 1900 geboren und war schon eingezogen, aber kam nicht mehr an die Front und schrieb in sein Jugendtagebuch eben, Deutschland muss seine Ehre wieder haben nach der Niederlage, nach dem ersten, wir brauchen einen starken Mann, vielleicht bin es sogar ich, aber dann hörte er Hitler und war dann von ihm hingerissen. Er lebte dann bei seinem Vater in der Gabelsberger Straße und da zog dann auch meine Mutter ein, die aus Forst stammte. Ihr Vater hatte Selbstmord gemacht, weil er mit seiner Spinnerei pleite gegangen war. Und die hatte auch vier Geschwister, waren sehr arm. Und sie wollte unbedingt raus aus diesem Forster Kaff, war dann selbstständige Sekretärin. Einer ihrer Liebhaber hat sie nach München gebracht, wo sie dann Landtagssekretärin war. Und in der Freizeit Doktorarbeit und Habilitation abschrieb und den anderen Mädels sagte, wenn mal einer reinkommt, der mir gefällt, dann nicke ich mit dem Kopf, dann schickt ihn zu mir. Und das war der Hans Frank, der wirklich sehr gut aussah, 5 Jahre jünger war. Den hat sie dann verführt, die haben sich auch tatsächlich verliebt, am Anfang war das wohl ganz nett. Und dann sind die zusammen in der Gabelsberger Straße, dann machte er Karriere, dann wohnten wir in der Wiedenmeier Straße, da hatten sie dann schon eine schöne große Ministerwohnung. Meine Mutter handelte bis 1933 mit Juden Pelze, auch um die Familie finanziell zu unterstützen, die er wuchs mit Sigrid und Norman. Und dann kaufte mein Vater den Schoberhof in Neuhaus am Schliersee. Und dann war er bayerischer Justizminister, aber war dann 34 politisch ein toter Mann. Keiner wollte mehr was von ihm. Er war noch zuständig für die Vereinheitlichung des Rechts, für die Vereinheitlichung der Länderjustiz. Dann hat man ihn abgespeist mit dem Reichsministertitel ohne Portefeuille und er durfte seine Akademie für deutsches Recht gründen, die keinen Menschen interessierte. Und dann hat er eben dann wurde er in einem 10-minütigen Gespräch im Panzerzug von Hitler zum Generalgouvernement ernannt am 26. September 1939. Und dann pendelten wir immer zwischen Bayern und dem Wawel und dem wunderschönen Schloss Gressendorf, ungefähr 40 Minuten von Krakau entfernt.
Und dann, als wir dann, als alles zu Ende war, wohnten wir noch bis August 1945 im Schoberhof und dann wurden wir da rausgeworfen und dann in der Dürmbachstraße Neuhaus. 1955 ging meine Mutter nach München, weil mein Vater hat ein Manuskript hinterlassen, das raus publiziert worden ist unter dem Titel Im Angesicht des Galgens. War ein absoluter Flop. Dann ist aber meine Mutter, hat sich alle Adressen von katholischen Priestern geben lassen, hat die alle persönlich angeschrieben und hat die Bücher blendend verkauft. Und zwar weiß ich noch genau, sie hat das Exemplar kostete 4,50 Mark im Druck und sie hat es verkauft für 19,50 Mark und hat nie einen Pfennig Steuer bezahlt. Und wenn ich bei ihr daheim war und es klingelte, sagte sie zu mir immer, Niki, schau durchs Guckloch, wenn es ein Mann mit einer Aktentasche ist, sind wir nicht zu Hause. Sie liegt heute beerdigt neben einem Steuerbeamten übrigens, da müssen wir immer lachen, wenn wir da hingehen. Und da hat sie also plötzlich wieder Geld gehabt. Da hat sie nämlich erst dann die evangelischen Pastoren und dann war ja die Wirtschaft blühend. Und da hat ihr zum Beispiel der damalige Generaldirektor von VW, der Herr Nordhoff, sofort einen VW geschenkt. Dann hat meine Mutter sofort einen Leihwagenhandel aufgemacht, also zum Mieten des Autos. Da war sie ungeheuer clever und das ist etwas, was mich mehr zu ihr hinzieht. Sie war die Frau, die oder überhaupt der Mensch, ich habe nie wieder einen getroffen, der so in der Wirklichkeit lebte. Sie hat auch mir gegenüber und auch den Geschwistern nie darüber geklagt, dann, dass es uns jetzt so schlecht geht. Sie schreibt zwar dem Vater, ja, ins Gefängnis und so, das ist auch was anderes. Aber sie hat auch nie von mir glorifiziert das Dritte Reich. Sie hat sie geschwiegen und ich war genauso wie Millionen andere feige genug zu wissen, fragst lieber nicht nach, sonst kriegst du am Ende kein Abendessen. Das war ja leider der Fehler meiner Generation. Wir haben ja auch nicht nachgefragt. Wir wären noch am nächsten dran gewesen. Sie haben nicht nachgefragt, aber Sie haben, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, beim Tod Ihrer Mutter als einziges Erbe die Briefe verlangt. Ja, alle Fotos und Briefe und alles, was gedruckt war. Meine Frau, die ich mit 22 kennengelernt habe als Studentin, da habe ich gesagt, irgendwann schreibe ich über den Vater. Der Herr hatte noch eine Frage. Mich würde noch interessieren, ob Ihr Bruder Norman noch eingezogen wurde zur Wehrmacht oder Volkssturm oder. Ja, das war eine der Sachen, Ende, wo ich immer wieder staune. Die gibt es nämlich in Deutschland und die gab es auch damals. Zivil couragierte Menschen, die mit ihrem Kopf spielten eigentlich. Denn da war im Kreiswehramt oder wie das Ersatzamt oder wie das hieß, da war er eingezogen. Und der Chef dieses Amtes, der hatte ja lauter junge Buben, nicht? Der war also dann mit 17 oder so. Und der hat die immer dahin in Marsch gesetzt mit Marschbefehlen in Gebiete, die schon besetzt waren von den Russen, sodass die nie losfahren konnten. Und diesen Mann, ich habe nie seinen Namen erfahren, aber der Norman hat mir das so erzählt, er musste nie weg. Und da ist er richtig heil davongekommen. Und das war einer, weil alle seine Freunde auch aus Neuhaus, ja, die sich dann allerdings abgewandt haben, die sind auch nicht weggekommen. Die waren alle eingezogen, der Hitler und der Goebbels, die haben ja nach jedem geschrien, der noch da war. Und das hat er einfach geschickt gemacht. Und was mich übrigens noch nebenbei, wie gut unsere Post war, mein Vater hat bis zum letzten Tag immer in Neuhaus in seinem Büro bekommen, die Zürcher Zeitung, die Zürcher Neueste, oder wie heißt sie genau, wo er eh auch, die hat er auch sein ganzes Nazi-Leben lang gehabt, der wusste von außen genau, was hier im Inneren passiert, nicht? Weil die haben ja das alles wahrheitsgemäß geschrieben. Ihre Familie konnte sich nicht mit ihrer Ausnahme von Ihnen zu der Schuld der Eltern bekennen. Wie halten es die übrigen Deutschen ihrer Ansicht nach inzwischen mit ihrer Schuld? Naja, die sind ja alle, wer nicht damit beteiligt, wir sind ja alle nicht schuldig. Das würde ich auch, Schuld ist immer etwas Persönliches, würde ich sagen. Man kann auch selbst der Jackson, also seinem Eröffnungsplädoyer im Nürnberger Prozess gesagt, wir klagen nicht das deutsche Volk an, wir klagen die Verantwortlichen an. Und das muss jeder mit sich selber abmachen. Es gibt einfach keine Massenschuld. Jedenfalls habe ich das nie so empfunden.
Aber wie gesagt, was ich vorher sagte, wenn man durch Zufall Deutscher ist, mich haben immer beeindruckt und nicht beeindruckt, sogar das völlig blöde Wort. Schwer zu schaffen gemacht, wenn ich entsprechende Fotos, und es kommen immer neue dazu. Ich war vor 3 Jahren eingeladen nach Australien zum Fernsehen, weil da der Pazifikkrieg zu Ende war oder was. Und dort gibt es ein jüdisches Museum für Kinder, nur Kinderfotos. Und da habe ich ein Foto gesehen, da sitzt eine Jüdin auf der Erde und schreit den Fotografen an und hat auf den Armen ein Baby. Und das nimmt mir jetzt auch schon wieder mit. Das ist so schrecklich. Es ist so schrecklich, wenn Sie in dieses Gesicht sehen, diese absolute Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung. Das haben wir gemacht mit vollkommen unschuldigen Menschen, die nichts gemacht haben. Und das werde ich nie verstehen, ich werde es nie verstehen. Und was man machen sollte, sich vielleicht hineinversetzen. Als unsere Tochter Franziska so 12, 13 war, wohnten wir in Pullach bei München und wir hatten sehr nette Vermieter unseres Hauses, die wohnten gegenüber die Birkels. Und dann habe ich mich mit der Franziska hingestellt und habe gesagt, pass auf, Fratzal. Jetzt stell dir vor, es kommt ein Lastwagen angefahren, da springen Männer runter, hämmern gegen die Tür, die Frau Birkel macht auf, die Männer ziehen sie raus, den Herrn Birkel auch, schlagen ihn, werfen beide auf den Lastwagen und fahren davon. Was machen wir? Und die Franziska fing an zu weinen. Und dieses Hineindenken, mal einfach sich hineindenken, wie war mit dem Liebsten, das man selber hat, seit eben mit der Tochter, wie oft die mir das vorstellen, jetzt haben wir 3 Enkelkinder. Wenn ich mir vorstelle, ich sitze mit denen in einem Viehwagen und werde 3 Tage durch Tag und Nacht gefahren und dann reißt man mir das Liebste, was ich habe, aus den Armen. Das ist so entsetzlich. Das ist so schlimm und das denke ich immer, das ist so wenig bei uns Deutschen, dass man mal, wir haben jeder, selbst der rechtsradikalste Deutsche hat diese Fotos im Hirn. Von den Caterpillars, die die Leichenberge, Bergen-Belsen zum Beispiel wegschieben. Diese ganzen, die an der Wand stehen, die in die Grube laufen. All diese Bilder haben wir in uns. Aber das sich hineinversetzen, das würde, glaube ich, sehr heilsam sein, wenn man nämlich diese anonymen Menschen durch die eigenen Liebsten ersetzt. Ich glaube, dann kriegen wir ein Millionstel mit von diesem entsetzlichen Leid, wofür wir Deutschen stehen. Ja. Ja. Menschen gemacht. Das waren ja vorher ganz normale Männer. Tja, ich habe es bis heute nicht ganz verstanden. Ich habe mit großen Augen da gehockt, als die Frau Merkel sagte, wir schaffen das und ließ alle Flüchtlinge ein. Ich sehe jetzt wieder mit großer Freude, wie den Ukrainern geholfen wird. Aber trotzdem ist das andere eben da. Ich traue uns da im viel nicht. Mein Vater, was ganz klar war, das habe ich soweit, ich bin kein Historiker, aber das weiß, glaube ich, jeder, der ein bisschen sich für Geschichte interessiert, der Versailler Vertrag, ja, und das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, aber es hat mir eingeleuchtet. Der Versailler Vertrag war ein Rachevertrag, er war kein kluger Vertrag. Und genau da wurde Deutschland quasi für alles haftbar gemacht und musste furchtbar Schulden zahlen und alles mögliche. Materiell ist ja okay. Aber das genau, was mein Vater schrieb, der Mittelklasse angehörte, Deutschland braucht seine Ehre wieder. Das war früher ganz wichtig. Mein Vater mit 1900 geboren ist in diesem an sich herrlichen Kaiserreich, wenn man von den Menschenrechten absieht, aufgewachsen. Wir waren die führende Industrienation. Die meisten Nobelpreise gingen alles. Die Amis kamen nach Deutschland, um Medizin zu studieren. Wir waren ein glamouröses Volk und Land und plötzlich hat man nichts mehr und eine Rieseninflation. Und was wir uns gar nicht mehr vorstellen, aber wenn Sie die Zeitliteratur lesen, die Sachbücher, was da für Straßenkämpfe waren zwischen Kommunisten und Nazis und was da alles lief und wo man wirklich durch keine Viertel gehen konnte und durfte.
da war ein ganz anderer Druck da. Und ich habe ihm auch hab dem Vater schon geschrieben, dass ich ihm auf gewisser Weise recht gebe, dass Deutschland plötzlich einfach nur noch nichts war. Und da hatten wir keinen Massenmord begangen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es ganz anders. Aber das war ein völlig normaler Krieg zwischen verbrecherischen Kolonien, besitzenden Nationen, würde ich mal sagen. Und wir waren da nicht allein schuldig. Es gibt auch die neue Historikermeinung, einer schreibt, wir sind da, alle Europäer sind da reingeschlittert. Ist auch wurscht, aber das konnte ich noch verstehen. Aber dann ging es halt, der einfach Populist-Sprecher Hitler, der hat sie halt alle gepackt. Ne? Und dann, mein Vater war vorher, ich finde in seinem Jugendtagebuch, das nicht so lang ist, keine einzige antisemitische Bemerkung, aber eine gegen die Franzosen, weil die uns die Mädels wegnehmen. Dabei waren die Franzosen gar nicht in Bayern. Aber der hat das alles gemacht, weil es seiner Karriere diente. Und er war für mich ein eiskalter Karrierist, ohne jede Empathie. Und diese Empathielosigkeit, die hatte er nicht allein. Die war wohl, die scheint wohl irgendwie vielleicht, aber ich will jetzt auch nicht mythisch werden, mit dem deutschen Wesen zusammenzuhängen. Irgendwas ist da, was uns immer wieder, nun, ja. Ich glaube, Sie haben es ja schon gesagt, was dagegen hilft, und das ist ja Empathie. Sie schreiben es auch zum Schluss Ihres Buches als Wunsch. Niklas, genannt Niki, lebt noch so lange, bis aus Deutschland eine Herzensdemokratie geworden ist, weil die Deutschen ihre Verbrechen während der Hitlerzeit anerkannt haben, den Schmerz darüber empfinden, trotzdem aber ein pralles Leben führen und endlich empathisch agieren. Und ja. Sie schreiben aber auch, also lebe ich ewig und drei Tag. Tja. Das wünsche ich Ihnen tatsächlich, dass Sie ewig und drei Tag leben. Was meinen Sie, welche Schwierigkeit mir dieser Treppenaufgang schon gemacht hat? Aber ich wünsche mir tatsächlich, dass wir nicht Karrieristen sind, wenn es drauf ankommt, sondern ich wünsche uns allen, dass wir empathisch reagieren. Ich würde Sie um Verständnis bitten, dass wir angesichts der Zeit jetzt an dieser Stelle offiziell beenden und diese Frage aber dann trotzdem noch im Anschluss dran nehmen. Vielen Dank. Geschwistern dann Zwist gab, dass die einen halt in die Richtung gingen und die anderen das in die andere Richtung, ja, dass das viele Familien auch entzweit hat, denke ich, bei mir selbst auch ein bisschen, ja, dass das völlig normal war, ja, also wenn es mehrere Geschwister gegeben hat, weil halt jeder Mensch anders ist, ja, Naja, jeder Mensch ist anders, aber die Fakten sind die gleichen. Ja, und selbst auch die das nicht, die Fakten kennen wir. Das Schulsystem in Deutschland ist sehr gut geworden. Ich bin noch in der Schule geworden, da war der Geschichtsunterricht beim Ende des Ersten Weltkriegs zu Ende, so ungefähr. Mhm. Aber heute wird das enorm. Wenn ich in Schulen lese, die sind alle wirklich, das wird denen schon genau gesagt, gezeigt und vermittelt, was da los war im Dritten Reich. Und deswegen ärgere ich mich so, und da bin ich auch der absolute Chauvinist. Wir haben bis zum Ende industrialisiert, durchgeführt Massenmorde. Wir wissen also, wohin mangelnde Zivilcourage führen kann. Oder Bürgermut, was mir lieber ist. Und das ist das Einzige, an dem man arbeiten kann. Für mich ist immer einer der Nullsätze in der Politik, wir müssen Verantwortung übernehmen. Ich bin noch nie nach Hause gegangen, habe zu meiner Frau gesagt, Hannah, du, wir müssen Verantwortung übernehmen. Das ist gar nichts. Aber an der eigenen Zivilcourage, da wo du selber für verantwortlich bist, da kann man arbeiten. Da kann man sagen, nee, das lasse ich jetzt doch nicht auf mir sitzen. Oder nee, da widerspreche ich jetzt. Und das ist eine ganz wichtige Hürde, die übrigens sehr hoch ist bei uns in Deutschland, dieses nicht. Unsere Tochter ging zum Beispiel in England ins Internat und dort waren in der Schule, Boarding School, wo alles in einem ist, die haben immer Kurse gehabt im Debattieren. Toll, da fingen die immerhin an, wirklich sich zu argumentieren, zu verteidigen, anzugreifen, das lernt und das unter der Hand.
bildet das eine gewisse Courage heraus. Gibt es bei uns nicht oder ich weiß keine Schule, wo sowas gemacht wird. Ich hatte schon mal vorgeschlagen, man könnte diesen Zivilmut in den Schulen mal richtig lehren. Wenn ich zum Beispiel mit einem Schüler abmache, pass auf, ich bin jetzt hier der Lehrer und gebe dir nachher ein paar Watschen. Und ich watsche dich so lange und wir schauen mal, ob irgendeiner der Schüler sagt, hören Sie sofort auf oder das geht nicht oder irgend sowas. Ja? Und dann das mit denen bespricht und dann denen sagen lässt, den Schülern, ja, natürlich war das unmöglich, aber ich habe mich nicht getraut. Und dieses sich trauen, das ist, glaube ich, die entscheidende Schwelle, über die man gehen muss. Naja, jetzt quatsche ich zu viel. Vielen Dank, Herr Frank. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Und vielen Dank für diese sehr eindrückliche Lesung. Dankeschön. Danke sehr.